Hallo ihr euren Raketen, ich bin's wieder, euer Markus Hedegüst und heute geht's um das Thema WeChat und die Frage, wie klingt alles in einem? Viel Spaß bei meinem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ja, WeChat. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. WeChat ist 2011 gegründet worden und hat seitdem eine enorm große Nutzerbasis aufbauen können. Bei WeChat ging es ursprünglich darum, dass es ein Chatdienst für Smartphones werden sollte oder sein sollte. Durch die Entwicklung, die diese App und beziehungsweise dieses Netzwerk letztlich genommen hat, ist das Ganze viel, viel größer geworden. Aktuell gilt diese App als Super-App. Warum und wieso, dazu kommen wir gleich. Wichtig aber für dich vorher zu wissen, genau wie Douyin und Weibo, ist WeChat hauptsächlich im chinesischen Raum, ja, da kommt letztlich der größte Teil der Nutzer her. Das heißt, wenn also deine Zielgruppe im chinesischen Raum lebt, du Produkt oder Dienstleistungen für diesen Raum hast, dann ist WeChat auf jeden Fall ja, eine Möglichkeit für dich, die du nutzen kannst, die du prüfen solltest, um letztlich deine Produkte und Dienstleistungen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Welche Vorteile hat denn WeChat? WeChat, klar, ich habe es gerade eben schon gesagt, hat eine enorm große Nutzerbasis im ersten oder zweiten Quartal 2023. Belief sich die Zahl der aktiven monatlichen Nutzer bei 1,2 oder über 1,2 Milliarden Nutzer. Klar, auch hier möchte ich nochmal anmerken, dass halt wirklich der größte Teil, über 80% kommen aus dem chinesischen Raum. Das heißt also, wie gesagt, wenn du in diesem Raum agieren möchtest, dann solltest du diese Plattform auf jeden Fall auf deine Liste nehmen und das Ganze prüfen. Das zeigt dir natürlich, aufgrund dieser großen Nutzerbasis hast du natürlich eine ja, potenziell große Zielgruppe. Du hast ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, deine Zielgruppe anzusprechen. WeChat wird so als digitales Schweizer Taschenmesser deklariert. Du hast die Möglichkeit, in dieser App zu bezahlen. Hier gibt es das sogenannte WeChat Pay. Du kannst es vergleichen mit Google Pay oder eben Apple Pay. Das heißt, wenn du irgendwelche Dinge in der App siehst, findest, kannst du direkt aus der App heraus bezahlen. Du hast die Möglichkeit, aus dieser App heraus zum Beispiel Stromrechnungen zu bezahlen. Du kannst Restaurantrechnungen bezahlen. Du hast die Möglichkeit, über die App bzw. das Netzwerk, hast du halt die Möglichkeit, auch Arzttermine zu buchen. Im chinesischen Raum ist diese App schon gar nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Ja, weil diese Menschen oder die Menschen dort nutzen diese Möglichkeit wirklich für ganz, ganz viele alltägliche Dinge. Zudem kommt aber, du hast einen ganz normalen sozialen, in Anführungsstrichen sozialen Feed. Also das heißt, du hast du kannst Bilder teilen, du kannst Videos teilen, du kannst Videoanrufe machen, es gibt Gruppenchats. Also du hast ganz, ganz viele Möglichkeiten. Was jetzt direkt natürlich sehr, sehr interessant für dein Online-Marketing ist, du hast die Möglichkeit in dieser App, also innerhalb dieser App, eigene kleine Mini-Programme bzw. kleine Mini-Apps zu erstellen. Kannst darüber letztlich zum Beispiel Kundenservice machen. Du kannst über diese kleinen Mini-Apps, hast du halt die Möglichkeit, dort letztlich auch deine Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. Und das Gute daran ist natürlich, dass die Menschen, also die Nutzer, die letztlich WeChat nutzen, müssen die App nicht verlassen, um deine Dienstleistungen, um deine Angebote wahrzunehmen bzw. zu kaufen oder zu bezahlen. Das passiert alles innerhalb dieser App und das ist natürlich gerade für den E-Commerce-Bereich oder auch wenn du Dienstleistungen anderer Art anbietest, ist das natürlich wirklich hochinteressant, weil du deine Zielgruppe quasi so direkt binden kannst. Zudem, wie es gerade eben schon gesagt hat, wenn du jetzt Kundenservice zum Beispiel anbietest, dann fördert das natürlich die Kundenzufriedenheit, die Kundenbindung. Des Weiteren hast du eben halt auch die Möglichkeit, aufgrund dieser riesigen Nutzeranzahl deine Zielgruppe direkt anzusprechen. Du kannst direkt in die Interaktion gehen, um letztlich auch hier ja, neue Kunden zu gewinnen.
Interessenten zu gewinnen. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt natürlich auch eine negative Seite. Und ich glaube, der größte negative Part an WeChat ist halt ganz einfach, dass das Unternehmen, welches diese App gegründet hat, welches Unternehmen es ist, das findest du unten in meinem Blogbeitrag, wirklich strenge kontrolliert, was dort letztlich veröffentlicht wird. Zudem, und das ist, glaube ich, einer der, was das Ganze noch richtig krass negativ macht, zudem werden der größte Teil der Daten an die chinesische Regierung weitergegeben. Das heißt, dass hier letztlich wirklich eine strenge Zensur ist. Das wirkt sich natürlich auf viele Bereiche aus. Zum einen bist du letztlich, was deine Kreativität und deine Freiheit angeht oder deine Flexibilität angeht, bist du hier natürlich eingeschränkt. Zudem, und das musst du aus dem Sichtpunkt oder aus dem Standpunkt der Langfristigkeit sehen, kann es natürlich passieren, wenn du falsche Dinge postest, die gegen die Zensur gehen, kann es natürlich passieren, dass dein Account gesperrt wird oder du komplett rausfliegst und gar keine Möglichkeiten mehr hast, mit diesem Netzwerk zu arbeiten. Das macht das Ganze natürlich schwierig. Zudem, aufgrund dieser großen Nutzerbasis, hast du natürlich einen enorm hohen Wettbewerb. Das kann viele Unternehmen vor Herausforderungen stellen. Als nächstes kommt natürlich die Reichweite. Wie ich es schon mehrmals angesprochen habe, dadurch, dass eben der größte Teil der Nutzer aus dem chinesischen Raum kommt, bist du hier in der Reichweite natürlich ein Stück weit eingeschränkt, zumindest auf diesen Raum beschränkt. Obwohl diese App wirklich weltweit verfügbar ist, in ganz, ganz vielen Sprachen verfügbar ist, dennoch konzentriert sich das Ganze ja doch eher ein Stück weit auf den chinesischen Raum. Das schränkt natürlich deine Reichweite ein Stück weit ein und macht das Ganze natürlich auch hier letztlich zu einer Herausforderung. Wichtig aber ist, du selber musst natürlich für dich entscheiden, ob WeChat für deinen Weg geeignet ist oder eben nicht, ob du Dienstleistungen, Produkte für den chinesischen Raum hast und ob deine Zielgruppe sich im chinesischen Raum befindet. Wenn du die negativen Punkte bedenkst, natürlich musst du auch immer den Kosten-Nutzen-Faktor sehen, dann überlege reiflich, ob du diese App nutzen oder dieses Netzwerk letztlich für dich nutzen willst. Fakt aber ist, hier ist eine Menge Potenzial vorhanden. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich absolut nachvollziehbar, aufgrund der strengen Zensur, kann es natürlich eine große Herausforderung werden, dort letztlich wirklich Fuß zu fassen und deine Dienstleistungen, deine Produkte an den Mann zu bringen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Wenn du mehr von mir erfahren willst, folgende Videos nicht verpassen willst, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag lesen, ganz, ganz viel Spaß beim Wissen aneignen und denk immer dran, angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, bin raus, sei gegrüßt, dein Markus, das war mein Video WeChat. Wie klingt alles in einem?